So, Render. Kurz mal Britannien erobern. Die ollen Faschisten. Bin immer auf den Planer gespannt, was man da so an Flugzeugen planen kann. Bin ich immer gespannt. Die können ja nichts. Was habe ich die Marines gebaut? Ich weiß es nicht. Total sinnlos gewesen. Also wenn die besiegt sind, dann sind die Alliierten weg, glaube ich. Dürfte das schon bleiben. Was mit euch? Ihr seid immer noch nicht fertig. So, jetzt machen die Deutschen mit. Kommt ein bisschen spät. Und Österreich ist weg. Wunderbar. Keine Ahnung, warum Qing-China gegen uns dingst. Gedingst macht. So, bitte weiterlaufen. Ja, England ist echt spaziergang. Wenn du einmal drauf bist, dann war's das für die. Leider. Ja, ist ein Fokus bestimmt bei den Qing. Das wäre gut möglich. Ob wir mit den Deutschen auch so leicht fertig wären? Ich bin gespannt. Was haben wir denn an Punkten? Hm. 43% plus. Das ist doch weniger, als ich erwartet habe. Okay. Das war's. Perfekt. Mal überlegen. British Empire als Marionette vielleicht? Wegen der Marine von denen? Ach, guck mal, wie viel die Vereinigten Staaten am Punkten haben, hallo. Italien als Marionette wäre auch eine Sache, ne? So viel Panzer haben die Deutschen nicht. Ah, guck mal, die haben Haufen befreit. Okay. Das heißt schon mal, die sind nicht mit dem Krieg. Ist ja auch gut.
Nie. Zu Wales befreien? Nee, befreit wird er gar nichts. British Malia. Das kostet einen Haufen Punkte. Wieso? Sind das... Mauritius, ach so. Na, ganz geil. Okay. Können ganz viele Satelliten machen. Wenn wir das wollten. Hatte ich nicht Satellit Teilen gemacht? Ja, war es so. Marionette. Ja, brauche ich das hier unten eigentlich nicht, ne? Nicht so wirklich. Das hier vielleicht mit dem Zeugs. Boah, ist ja richtig teuer hier, hä? Wow. Ne, das ist mir zu teuer. Da habe ich lieber das hier oben, da habe ich mehr von. Muss ich sagen. Albanien befreien, nee. Jugoslawien auch nicht. Das nehme ich noch alles. Die Briten. Okay, Runde beenden. So, schauen wir mal. Britisches Empire. Das ist ein großer Unterschied. Ja, geht, ne? Da macht es einen großen Unterschied. Wow. Mann, oh Mann. Sehr schlimm. Die ollen Amerikaner hier. Wo sind jetzt mein Britannien hin? So. Dann. Ich glaube, Venedig nehme ich für mich selber. Die Inseln hätte ich gern. Mit denen will ich auf den Keks gehen. Den Suezkanal. So. Stimmt. Guter Punkt. Suezkanal. Sonst nerven die mich wieder hier mit ihren Flotteninvasionen. Das ist total Mist. So, kriegt er erstmal seine Länder wieder. Was ist denn das hier? Libyen. Werden das rausgelassen, ne?
Zum Beispiel Sultanat. Satellit wollte ich so. So. Oh, Estland vergessen. Oh, shit. Ah. Mist. Da war ja noch was. Ich hab Estland total vergessen. So ein Mist. Ah, ist das doof. Weil es kann. Was haben wir noch? Panama. Da habe ich denn noch Panama. Ui, das ist aber viel Öl. Viel Punkte. Für ein Öl. Wir können Hongkong übernehmen. Okay. Meine Kolonie in China. Kleinscheiß hier. Bermuda. Warum nicht, ne? Müssen ja auch irgendwo Urlaub machen, schließlich. Wie zu teuer, ey. 500. Echt nicht? Ach, blöde Amerikaner. Nicht abstürzen. Ach, gerade. Jetzt dachte ich gerade, das Ding stürzt ab, ja. Also Irland ist noch mit dem Krieg mit uns. Wieso das denn? Ach, die gehören den Amerikanern dazu. Ah, so Mist. Ist ja nervig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Konkurat hat nichts weiter, das hier unten nur noch. Okay. Den Rest haben sie befreit. Na gut. Da, das kann sich aber die Bulgarische Allianz dann wiederholen. Ah, die sind sogar mit denen im Krieg. Da haben sie sich aber gut gehalten, nur. Es sind ja die Fronten wieder hinten offen. So, die werde ich jetzt hier mal abziehen. Ganz genau. Die werde ich mal alle hier oben positionieren, weil das da unten interessiert mich nicht wirklich. So. Und das hier. Ist das hier mit dem Krieg mit mir? Freies Frankreich. Sollte eigentlich, ne? Echt jetzt? Okay. Wow. Jetzt gehen die mir auf den Keks, oder was? Ähm.
Wojtek, übernehmen Sie. Okay, dann müssen wir euch mal kurz überrennen. So, hier oben haben wir noch diese Einheit. Müssten einmal hier rüber. Sonst kommen nicht die Amerikaner. Ist ein bisschen viel, oder? Da die Armee wieder rausnehmen. Das ist mir ein bisschen viel. Das reicht mir schon. Haben dann nur noch die Flotten-Dingens überlegt. Das können wir ja dann genauso machen, wie wir es hier gemacht haben, würde ich sagen. Aufteilen. So. Da stehen ein paar mehr drum. Bei einem Untertan bringen sie auf letzte Stufe und ein Tier, dann bekommst du nur noch 80% der Militärverbringung. Okay. Estland hat kapituliert wieder. Also, okay, dankeschön. Beitreten, okay. Hast du überhaupt Truppen? Wer bist du denn? Horatio Dundas. Okay. Interessant. Okay. Interessant. Leibach? Gerne. So. Da müssen... Ach, die sind ja schon da. Ja, dann rollen wir da einmal drüber, würde ich sagen. Sieht nicht so aus, als wäre hier Großarmee. Auf geht's. Es war sehr mutig von dir, da anzugreifen. Naja. Du, das gab es wirklich interessant. Wie wahrscheinlich hier die meisten. Würde ich jetzt mal sagen. Zumindest von den großen Nationen. Das haben die bestimmt gleich geballt reingenommen, ne? Ja. So, du kannst auch mal vorwärts. So, der Rest ist zurückgekommen. Jo. Brauchen wir uns nicht hier um den Kram zu kümmern hier unten. Können sich andere damit ablagen. Da kann ich drauf verzichten. Komm, wir lassen Moldau in Ruhe. Das ist mir wurscht. Wir gucken mal jetzt wegen Deutschland. Mhm. Du dahin. Das hier ist sehr unpraktisch, diese Stelle. Okay. Habt ihr überhaupt Truppen?
Sieht man das? Ist 8. Die greifen mich an. Die sind auch bescheuert. Das stimmt, ja. Die haben da die Festungen. Wahrscheinlich. Wo ich gerade nicht so viele sehe, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben die abgerissen. Die Festung. Wieso habe ich denn... Kolumbien da ein Dingens? Was ist das für ein Blödsinn? Ja, man kann ja durchaus Festungen abbauen. Sind wir schon gelandet? Nö, aber die anderen... Was? Moment. Die Niederlande sind dem amerikanischen Konkordat beigetreten. Okay. Das heißt, mit denen sind wir auch gleich im Krieg. Das können die Dings übernehmen. Das ist okay. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe so das Gefühl, ich brauche noch eine Armee. Achso, hier hätten wir noch so ein paar Landungstruppen. Eigentlich können die das auch erobern. Können noch einmal rekrutieren, ne? So eine kleine Armee. Kann ja nicht schaden. Mal ein mehr, weil in der anderen Armee hat einer gefehlt. So. Schon mutig hier von Spanien da mich anzugreifen. Muss ich schon mal so sagen. Oh, Qing-China hat den Shogunat den Krieg erklärt. Wollen sie sich etwa unabhängig machen? Ja, manchurische Unabhängigkeit. Okay. Dänisches Bündnis. Ja, genau. Luftunterstützungsmodelle, okay. Schwere Jäger, Kostenreduktion Luftdoktrin brauchen wir auch nicht mehr. Hier sind aber die Bomber. Jo, jetzt mal noch das Forschungsteam, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Braucht doch keine Kriegspropaganda, hallo? Mehr Ressourcen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich könnte mal noch ein paar Truppen ausheben, hoffentlich. Sogar ein bisschen was versenkt mal zur Abwechslung. Sehr schön. So, bin ich mal gespannt, ob wir da erfolgreich landen werden. Ach, die Niederlande haben ja nicht lange überlebt. Schneller! Bevor da irgendwelche Truppen landen und denen helfen.
Eigentlich haben wir ja alle Kriegsziele. Nee, warte mal, ein Achievement fehlt mir, glaube ich, noch. Fällt mir gerade so auf. Das da. Fortschrittliche Rakete. Ja, wir müssen noch erforschen. Das sollten wir mal dann machen als nächstes. Dann haben wir das auch erledigt. Da brauchen wir nicht wirklich was. Bis 46 muss ich das spielen. Ach so, das dauert ja noch. Na, ganz geil. Wir laufen einfach durch. Ohne Widerstand. Oh. Ah. Da war ja noch was. Das wäre ja fast schief gegangen hier. Na. Ich glaube auch. Oh. Die haben schon aufgegeben. Das ging schnell. Die Schiffe haben? Ich weiß es nicht. Ich könnte mal eine Marionette machen. Hm? Oder aufteilen. Mehrere. Die wird alles eine Marionette, okay. Noch nicht. Die werden zu regionalen Verteidigungsrat, okay. Interessant. Komischer neutraler Staat. Ich dachte, er kommt ein Königshaus rein. Okay. Wir haben die Schiffe versenkt. Sehr gut. Ah, das sind ja sogar britische Truppen. Wieso ist hier das Ding abgebrochen? Der Quark. Die Kalisten hätte ich machen sollen. Okay. Müssen hier mit Königreich Portugal. Willst du unser Bündnis eintreten? Beitreten? Du bist schon in einem Bündnis. In einer bolivarischen Allianz. Ach so, Mist. Es passt doch viel besser zu mir. Okay. Habe ich jetzt Angst dagegen. So, Wojtek. Wir schicken dich mal hier hoch. So. So, hier oben sind wir auch durch. Fast zumindest. Mal hier kurz, ne? Hallo sagen. Auf sie! Oh, da habe ich ein bisschen viel Truppen stehen, glaube ich. Das sind die Ressourcen etwas knapp. Könnte eigentlich schon mal das Deutsche Reich rauswerfen, ne? Und tschüss. Ach, warte mal. Ich habe ja doch den Fokusbaum. Ich könnte das Deutsche Reich einladen, ja. Pommern fordern. Schauen wir mal.
Vielleicht müssen wir ja dann gar nicht gegen die kämpfen. Mit etwas Glück. Oh, habe ich jetzt beide in den gleichen gehauen? Das wollte ich eigentlich nicht. So. Hier habe ich ihn abgezogen, auszusehen. Ist okay. So, hast du noch Militärzugang? Ja, aber ich hoffe, du verpieselst dich jetzt. Aus meinem Gebiet. Ja, kommen so die anderen. Die Briten kommen auch. Wann bis das hier durch ist, ne? So. Wer da gewinnt? Ganz genau. So, die Militärparaden müssen noch zu Ende gehen. Dann muss ich das bei den Dings auch machen am besten. Wo sind meine ganzen Truppen jetzt hin? Scheiße. Das hat sich aber ganz schön reduziert gerade. Okay. Das sinkt gerade wieder ganz gewaltig. Warum auch immer. Oh, ich habe schon lange nicht mehr meine Artillerie weitergemacht. Das ist nicht gut. Da könnten wir auch mal weiter. Was hier noch vielleicht? Es gibt halt auf. Ihr habt eh keine Chance. Limerick. Ja, ja. Okay. Der Tab von Eisern Dublin. Aber wenn es weg ist, war es das. Schätze ich mal. Oder? Doch nicht. Jetzt. Sehr schön. Bitteschön. Großbritannien. So, okay. Wer war das jetzt? Der hier. Da müssen wir uns einmal hier um den versammeln. Der läuft in so Richtung Berlin, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob sie uns überrennen. Ich bin gespannt. So. Hier pusht man eigentlich auch noch welche, theoretisch. Können die immer weiterlaufen? Das wäre schön. So, was macht ihr hier? Es stehen natürlich noch ein Haufen Truppen rum, ne? Die müssen halt erst alle weg. Könnte sonst etwas störend sein.
bin gespannt. Was sind das hier für welche gewesen? Ach, die da. Ich pack mal mit hier rein. Oh. Okay, so war es auch nicht geplant. Pause. So hatte ich das nicht geplant. Na gut. Dann auch gut. So ein Mist. Na, so ein Mist. So ein Mist. Oh, scheiße. Jetzt verliere ich gleich den Krieg hier. Ja, ich weiß. Die Verstärkung kommt schon, da. Das war jetzt sehr ungünstig, sag ich mal. Eieiei. Das war so aber nicht geplant. Eieiei. So, gleich angreifen. Hoppala, sag ich da nur. Ein bisschen langsamer machen hier. Kurz mal eben Warschau verloren. So ein Scheiß. Dann sollte ich mal meine Truppen hier rüberholen. Würde ich sagen. Eieiei. Das war so aber gar nicht gedacht. Also, den Rest sollten wir auch mal reinrufen, ha? Eieiei. Hätte auch ganz schnell schief gehen können jetzt. Oh, können wir die ja komplett abschneiden. Ein Riesenkessel. Gut, dass hier nicht so viele Truppen stehen haben. Dann geht's. Uiuiui, es hätte so schnell schief gehen können jetzt. Jemine. Ganz schön. Stell dich halt hier ab.
Ist mir auch recht. Was? Wie Galizien? Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr die jetzt freigelassen oder was? Oder was ist da gerade passiert? Man weiß es nicht. Komm, mal schauen, ob die hier irgendwo hinten rumstehen. Dass wir die hier oben erstmal irgendwie rauskriegen, würde ich sagen. Ah, jetzt steht der hier natürlich in der Festung drin, ne? Ganz toll. Sehr unschön, muss ich schon mal sagen. Ist hier nicht schlapp machen, Leute. Das wäre sehr ungünstig. Das sind die mir einfach zuvor gekommen und haben den Krieg erklärt, glaubst du es denn? Nö, nö. Diese kleinen Drecksäcke. Eieiei, da ist ja gar keine Versorgung. Das ist nicht gut. Wer seid denn ihr? Achso, gehen wir ins... Ich glaube, die Linie ist ein bisschen zu lang. Ah, das ist nicht gut. Die sind ja hier oben abgeschnitten eigentlich, ne? Soweit. Von Harbertsen, also... Da fehlt aber ganz schön viel Gummi. So haben wir aber nicht gewettet hier.
Immerhin komme ich unten gut durch. Vorwärts. So, jetzt müssen wir die oben noch irgendwie rauskriegen. Das wäre schön. Also, wir haben untätige Luftgeschwader. So. Schau mal, dass wir erstmal die hier oben rauskriegen. So. Mathematik, ja. Das brauche ich jetzt auch nicht wirklich machen. Hm? Man weiß es nicht. Stopp. Hier geblieben. Schön hier geblieben. So, wie schaut's denn hier aus mit diesem Wipsel? Eher nicht so toll. Da steht mir jetzt ein bisschen zu viel Zeug rum an Truppen. So, haben wir hier die Stellung gehalten? Jo, passt. Okay. So schnell fällt Polen nicht. Hätte aber jetzt leicht passieren können, durchaus. Wenn man einmal nicht aufpasst, hast dann ganz schnell die Armee in dir, in der Dings bei dir drin stehen. Pioniere können wir noch ein bisschen machen. Ja, weil die andere Armee halt noch nicht da war, ne? Das war eigentlich alles. Alles andere war kein Problem, wie man sieht. So, jetzt müssen wir den komischen Zippel da wegbekommen irgendwie. Ist gar nicht so einfach. Ne, die sind hier einfach zu viel Truppen. Aber hier kommen wir gut voran. Hallöchen. So. Treibt man die mal ein bisschen zusammen. Rein da. Ah, okay. Die haben wir jetzt zurückgedrängt zumindest. Und da sind ein paar Armeen draufgegangen. So, was machen eigentlich unsere Agenten? Wieso haben wir nur so wenig Agenten? Was soll denn das? Die Chiffre entschlüsseln. Wo stehst denn du? Da unten. Okay.
Interessant. Wie ist denn das? Muss mal ein bisschen reduzieren hier. Das ist mir ein bisschen viel. Was bist du? Luftunterstützung. Komm auch mal hier rüber. So. Im Grunde müssen wir ja nur hier die Kambo-Winzen halten. Das reicht ja. Dann passt das schon. So. Da ist jemand arbeitslos. Dich werden wir mal hier so positionieren. Würde ich sagen. Kannst hier dann einmal loslaufen gleich. Pumpfordern, ja. Ganz genau. Wie schaut es denn mit Litauen aus? War gerade bei 20%. Mehl brauchen wir ja anscheinend auch noch. Das dauert noch eine ganze Ecke. Gerade mal 42 haben wir es. Dauert noch ein bisschen. Das, oh. Die Ding kämpfen ja gegen das Königreich Portugal. Ah ja. Ist okay. Jetzt mal weiter zurückgedrängt. So, ihr seid auch da. Ja, dann rein da. Nicht? Machen wir mal kurz Stopp überall. Mal die Aufgaben neu verteilen. China kann mir mal getrost egal sein, da passiert so gar nichts nach wie vor. Nicht wirklich. Die sind umzingelt von den Japanern. Und das hier ist auch so ziemlich egal. Ah, die sind untertan, okay. Und hier tun wir einfach mal, ne? Die Stellung halten. So. Oh, warte mal, hier oben war doch noch eine Armee. Die habe ich total vergessen. Ups. Ja. Das hier ist ein bisschen blöd. Das kann ja im Grunde auch egal sein. Hoppala. Können wir uns hier rausretten irgendwie? Wie sehen wir denn nicht das Schiff? Das soll mal einer verstehen. So, bitte alle neu sortieren hier. Na, gucken wir mal. Unbekannter Schwerpunkt. Ja, ihr habt ein paar Truppen. Das wird nicht einfach, wahrscheinlich. Hatte ich nicht noch eine Armee in der Ausbildung? Genau.
Unterlegener Gegner. Luftüberlegenheit. Luftüberlegenheit. Da fehlt auch schon wieder einer. Ist der noch nicht fertig? Ja, dann mal rein da, würde ich sagen. Hm? So, was machen wir mit dir, du? Du hast noch gar keine Aufgabe von mir. Das geht so aber nicht. Einfach mal rein. Schon schief gehen. Was soll da schon schief gehen, sag ich mal. Die machen das schon. Hoffe ich schon. Bisschen wenig Truppen habe ich für meinen Geschmack. Wir brauchen Deutschland, bis sie aufgeben. Dauert noch ein bisschen, okay. Ja, immerhin haben wir die Luftüberlegenheit. Vielleicht sollten wir die da hinschicken. Mehr oder weniger Luftüberlegenheit. Was? Ja gut, die müssen sich gerade ein bisschen erholen. Anscheinend. Müsste hier irgendwie einen Kesselmann machen? Ja. Hier so. Das wär's. Aber die haben ja irgendwie keine Versorgung. Aus Gründen. Wieso geht es hier nicht vorwärts? Da rein. Man weiß es nicht. Ich komme da nicht durch. Gibt's doch nicht. Sehr hartnäckig, die Leute. Dazu muss ich schon mal so sagen.